So, das Essen war sehr gut und eigentlich auch relativ günstig. Umgerechnet, was habe ich jetzt gezahlt? Mit Trinkgeld. Warte mal, was habe ich denn jetzt überhaupt? Ach so, 10 Euro. 10 Euro. 10 Euro gezahlt für Piroggen bis oben hin vollgestopft und einem Weißwein. Ja, und genau. Und ich habe jetzt die Kamera eigentlich nur angemacht, weil ich euch zeigen wollte, dass hier einfach so schöne Häuser sind. Weißt du, ich finde das immer so schön. Das fand ich in Paris auch so schön. Ich habe nur einen Weißwein getrunken, ich schwöre. Ja, das fand ich in Paris auch schon so schön. Immer diese schönen Häuser. Obwohl in Paris hat mir auch sowieso die Architektur sehr gefallen. Ich habe auch sehr viele Fotos gemacht. Ja, weil alles auch so, ich mag das immer, wenn es so unterschiedlich dann auch ist. So alt und so rund oder so dieser, ich weiß nicht, sagt man zum Beispiel da an der Wand da vorne? An der Wand? Ja, an der Häuserwand, ist ja richtig. Ist das auch Stuck? Ich kenne immer nur so Deckenstuck. Aber ist das auch so Wandstuck? Sagt man das dazu? Ja, auf jeden Fall finde ich das so. Ich finde das so schön, Leute. Und was ich gerade tue und warum ich hier gerade ganz alleine fast in dieser Straße lang wandere, es ist gar nicht so spät. Es ist jetzt irgendwie 10. Ja, ich glaube, ich habe auch gerade die Glocken gehört, ne? Ich weiß es nicht. Ich suche gerade eine Bushaltestelle. Und zwar aus der Erinnerung von vor 2 Jahren. Ja, ich weiß, dass wir hier nicht langgelaufen waren, aber ich weiß, dass die hier irgendwo liegen muss. Ansonsten muss ich gleich mal fragen. Da vorne, was ist denn da? Leute, ich weiß es nicht. Laut, ne? Aber schon schön. So, und wo ist jetzt diese blöde Bushaltestelle? Da, ich glaube da vorne. Ich glaube, ich habe in Erinnerung, weil ich habe nämlich das vorhin schon überlegt, dass da war irgendwas, so ein Glasgebäude. Leute, ich glaube, da ist der Platz. Ich hoffe es jetzt. Ich meine, ich muss jetzt hier beweisen, dass ich auch noch eine Orientierung habe, die 2 Jahre her ist, ja. Schauen wir mal. Echt schön. Schön, 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 schön. Oh, ich habe mal einen kleinen Einkauf. Brauche ich irgendwas? Weiß ich nicht. Nee, ich habe eigentlich gut eingekauft. Obwohl ich, wenn ich die Cola so sehe, kriege ich gleich schon wieder Lust, Cola zu trinken. Ne? Aber ich habe zu Hause Cola. So, ich laufe da jetzt mal weiter und dann sehen wir uns gleich wieder, ob ich recht hatte oder ja, nicht. Okay, ich bin noch nicht da, aber mir ist gerade das nur aufgefallen aus dem Augenwinkel. Ich meine, klar, man kann sich fast schon denken, man sieht ja auch das Auto nebendran. Aber ich habe das Auto eben gerade gar nicht gesehen, sondern echt nur das Samochhut. Und Samochhut, da sieht man gleich wieder, wie schnell man eigentlich das dann checkt. Ja, das heißt Auto. Ja, war jetzt eigentlich fast schon logisch, ne? Aber, ja, weil ich jetzt erst vor einiger Zeit habe ich jetzt angefangen, vermehrt Polnisch zu lernen, wollte ich eigentlich auch vor 2 Jahren schon und letztes Jahr und ständig, weil, weiß ich nicht, ist jetzt keine wichtige Sprache oder so, aber da dürfen Autos auch nicht langfahren. Dunkel. Ja, ich weiß nicht, ich finde das schön und dadurch, dass ich eigentlich eh vorhabe, hier auch öfter herzukommen, wäre es schon ganz schön, wenn man mehr als nur guten Tag, danke und Samochhut sagen könnte. Ja, obwohl ich auch ein bisschen schon mehr kann, aber ich will das jetzt hier, das ist ja peinlich, wenn ich das jetzt hier. Ja, ne? So, jetzt bin ich gespannt. Auf jeden Fall, ich meine, hallo, das ist jetzt schon der zweite Bus, der mir entgegenkommt. Also, wenn da keine Bushaltestelle ist, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Oh, bitte, 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 lass es jetzt da. Ich glaube ja, ich glaube ja. Okay, das ist jetzt aber nicht mein Bus, oder? Nein, ist es nicht. Leute, das ist der Platz. Irre. Und wir sind nämlich damals von da unten hochgekommen. Also ich bin jetzt gerade vollkommen anders gelaufen. Das wusste ich auch vorher. Aber ich wusste nicht mehr, wo nämlich diese Straße hier hochführt sozusagen von der Altstadt da unten. Und darum dachte ich, gehe ich lieber schon vorher hoch, weil dann checke ich es vielleicht und wir lassen uns nicht überfahren. Cool. Sehr coole Sache. Jetzt
Jetzt muss ich nur gucken, wann er fährt. Ich will nämlich ja gerne noch da zum Marriott Hotel hoch. Wollte ich ja gestern schon. Habe ich das überhaupt schon erwähnt? Dass das Marriott Hotel gestern eine Privatparty hatte. Boah, ich war so angepisst. Ich meine, da zahle ich 10 Euro, um ein Taxi dahin zu fahren. Habt ihr mich jetzt verstanden? Weiß das ich. Wo sind hier die? Wo werden die? Wo sind die? Wo kann ich gucken, wann die fahren? Ach, da. Oder? Das sieht so... Hä? Wann fahren denn hier die Busse ab? 128? Hier fuhr aber mal... Vielleicht auf der anderen Seite. Hier fuhr aber mal ein 175er. Da steht es auch dran. Was ist denn das noch? So, Auto. 175. Wir haben jetzt, ich habe gesagt 20 Minuten erst. Och Gott. Soll ich jetzt euch zulabern oder was? Ist es überhaupt der richtige? Ja, aber wo steige ich denn dann aus? Zentralny. Ich glaube Zentralny wieder. Oder? Ja. Ja, da war das dann gleich. Okay, das ist jetzt für euch eine Scheißsicht, ne? Soll ich euch mal irgendwo, ich zeige euch mal dahin. Zentralny ist ja auch, naja, gut. Oh, 20 Minuten, soll ich jetzt 20 Minuten zulabern? Habe ich das eben schon gesagt? Ja, ne? 20 Minuten, was mache ich denn jetzt in 20 Minuten? In die Altstadt laufe ich jetzt nicht nochmal. Leute. Ich setze mich jetzt erstmal hin. Warte mal, da kommt einer. Der kam zu spät, Leute. Fährt er jetzt hier lang? Der war zu spät, Leute. Oder? Wo fährt er lang? Wo war es? Ich will da mitfahren. Oh mein Gott, der kam zu spät. Das ist ja super. Kamera. Warte mal, der tauscht gerade das Dings aus. Ile będzie drugi autobus, to będzie normalnie jechał. Ten jedzie do Rakowiec, ostatni przystanek. Jacławicka, Gomes, ostatni, ale możemy przyjechać. Okay. Mein passives Verständnis in Polnisch reicht noch nicht aus, um zu checken, was er jetzt gerade gesagt hat. Vielleicht weiß es ja einer von euch. Kann mir ja gerne in der Vergangenheit, in der Zukunft, wie auch immer, antworten. Aber ich habe jetzt nur gerade mal auf dieses ausgewechselte Schild gesehen und anscheinend ist dann also ab 22 Uhr hier irgendwie so eine, ja, halt wie es bei uns ja manchmal auch ist bei Bussen, dass die dann halt nicht mehr die volle Strecke fahren, sondern halt nur noch einen Teil. Einerseits ist es okay, weil da, wo ich jetzt hin will, zu Marriott, da komme ich jetzt hin. Andererseits hatte ich eigentlich eben gerade sogar noch vor, schnell nach Hause zu fahren und wieder in die Stadt. Das geht jetzt nicht, weil meine Haltestelle Sasanki ist leider jetzt nicht mehr auf dem Ding drauf. Warum ich das vorhatte, weil ich meine, zeitlich ist es eh schon ein bisschen, es ist ja schon spät, ist eigentlich nur deswegen, weil mir gerade beim Essen gehen aufgefallen ist, dass ich leider 100 Zloty zu Hause vergessen habe. 100 Zloty hört sich jetzt viel an, das sind aber umgerechnet nur 25 Euro. Und ich habe jetzt noch dabei, lass mich nachdenken, ich glaube, auf knapp 80 komme ich jetzt noch so. Also 20 Euro. Ja, das ist toll, weil Marriott halt die Getränke sehr teuer sind. Das heißt, dann kann ich, aber ich habe gestern, das wollte ich ja gerade noch erzählen, wie viel Akku habe ich noch? 3 Striche, okay. Weil ich nämlich gestern, war Privatparty und ich habe mich, also erst
war ich höflich und habe gesagt, hallo hier, ich habe jetzt Geburtstag in 3 Minuten, ja, ich kam erst sehr spät an, hatte euch ja gesagt, hier war ja alles Verspätung und blablablub, ne? Meine Kamera hat gerade Gesichtserkennung gemacht, schön, dass ich ein Gesicht habe. Wollt ihr ein bisschen mit rausschauen mit mir? Das können wir eigentlich tun, ne? Da sind wir vorhin lang gelaufen, Leute. Ja. So, und dann, ja, habe ich höflich hier, ich habe gleich Geburtstag und ich würde gerne und hier und Sicht und ne und sowas. Und dann, ich sag da und dann, ne? Ich komme irgendwie nicht weiter. Das ist wie beim Let's Play, jetzt seht ihr mal, dass es mir auch so geht. Ja, ist voll laut. Ich glaube, ihr hört mich gar nicht. Wahrscheinlich, da unten ist das Mikro. Wahrscheinlich hört ihr mich eher weniger, wenn ich von hinten dann spreche, ne? Sondern besser ist von vorne wahrscheinlich. Naja, so, da waren wir jetzt gerade gar nicht eigentlich. Ja, und dann, Privatparty. So, und dann, ja, wurde ich langsam verzweifelt und habe gesagt, weil er dann meinte, ja, es wackelt voll. Die Lobby, oh, das ist der Präsidentenpalast gerade gewesen. Ja, die Lobbybar ist ja offen, da kann ich ja auch was trinken. Und da habe ich gesagt, ja, ich will doch nicht in die Lobbybar, ich will hallo in die Panoramabar im 40. Stock. Ich meine, das war mein Ziel. Und dann war ich sehr verzweifelt. Und dann war ich irgendwann angepisst. Und dann hat, weil ich angepisst war, hat dann dieser Concierge unten gemeint, ich kann es ja mal oben versuchen. So, und dann bin ich hoch. Und dann waren da nur so Ladies, irgendwie so Einlass-Ladies. Und die haben mir erklärt, nee, hier Privatparty geht nicht. Ja, und da konnte ich, egal in welcher Gefühlslage, nee, sie haben gemeint, ich soll morgen wiederkommen. Und dann war ich echt angepisst. Und dann habe ich mir halt unten dann doch in der Lobbybar, der hat mich gefragt, was ich trinken will. Und habe ich gesagt, keine Ahnung, ich bin angepisst. Ich habe echt gesagt, I'm pissed, habe ich gesagt. Und dann habe ich gesagt, es ist mir egal. Und dann hat er gemeint, ja, was willst du denn? So, ne, Wein, Sekt, Wodka. Und habe ich gesagt, es ist mir egal. Ja, dann hat er mir einen Cocktail erst gebracht. So, das war so ein, was war das? Hier dieser, wie heißt er denn? Dieser Orangenschalen-Schnaps. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Und Prosecco meine ich. Und da waren Erdbeeren drin, Und, es wackelt voll, Leute. Erdbeeren und schwarzer Pfeffer. Ohne Scheiß, richtig Kugeln, schwarzer Pfeffer. Ja, und Basilikum war auch drin. Das war gut, muss ich sagen. Und danach habe ich dann noch so ein Ding getrunken, wo eigentlich nur Alkohol drin war. So ein, hier das rote Zeug. Wie heißt denn das rote? Ich weiß es gerade nicht. Und noch irgendwas und noch irgendwas. Also irgendwie 3 Alkohol-Sorten. Ich weiß es gerade echt nicht. Ja, und dann ging es. Dann habe ich noch ein bisschen was gegessen und dann bin ich heim. Ich glaube, der zweite Taxifahrer hat mich ein bisschen abgezockt, weil die Taxifahrt hat dann fast so viel gekostet wie zum Flughafen. Das ist zwar auch die richtige Richtung, aber es hat mich ein bisschen gewundert. Ja. Okay, wo sind wir eigentlich? Ich muss mal. Okay, weil das wäre jetzt etwas bescheiden, wenn ich jetzt zu weit fahre. Und jetzt habe ich aber gerade mal geschaut, warum ist es hier nicht so hell? Jetzt sieht man schon wieder meine Augenringe von gestern. Aber ich habe jetzt noch 1, 2, 3, 4 Foxen. Ja. 4 Haltestellen. Wir waren gerade beim Rausschauen, ne? So, ich kann mich mal hier hinstellen. Ja, und darum fahre ich jetzt also wieder zu Marriott. Ja. Und jetzt habe ich aber halt nur 20 Euro dabei umgerechnet. Und das ist halt ein bisschen kritisch. Wenn man sich überlegt, dass die da, die haben in, wie kann ich euch am besten zeigen, so. Die haben einen Martini dort, ja, so ein hier mit dem Belvedere-Wodka. Und dieser Martini kostet 60 Zloty. 60 Zloty. Das sind, ich habe jetzt nur 80 dabei, das müsst ihr euch mal vorstellen. Also 60 Zloty sind umgerechnet 15 Euro. Ja genau, es sind genau 15 Euro. Für einen Martini. Ja.
Und man muss ja dazu sagen, dass Polen relativ günstig ist. Man hat es ja gerade gemerkt. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade für meinen Wein, die Leute schauen mich schon wieder an. Das hört nicht auf, Leute. Für den Wein in diesem Sabietka habe ich gerade 9 Zloty gezahlt. Was bedeutet 1,20? Ja. Entschuldigung, 2,20. Ja. Und dann, wenn man das mal dann, ne? Dann sieht man halt der Preis dann dort, klar, ist halt Marriott, ne? Und dann sieht man wieder, davon mal abgesehen, dass es halt auch Hotelpreise sind, klar. So, oh, wir kommen an einen schönen Platz. Vielleicht kann ich euch hier irgendwo was Schönes zeigen. Nein, kann ich nicht. Hier war nichts. Vor 2 Jahren bin ich nachts mit meinem Bruder hier im Taxi rumgefahren. Habe ich schöne Plätze gesehen und auch gefilmt, glaube ich. Mit meiner anderen Kamera. Das hänge ich euch alles nochmal dann mit hinten dran. Wo sind wir jetzt? Das ist jetzt gerade komisch. Jetzt hat er gerade an einer Haltestelle gehalten, die er eigentlich laut neuem Fahrplan gar nicht mehr anfährt. Okay, dafür hat er jetzt eine andere ausgelassen, die eigentlich auf dem Fahrplan steht. Das ist ein bisschen crazy. Also ich fahre jetzt auf jeden Fall nicht mehr nach Hause und wieder in die Stadt, weil da würde nämlich dann der letzte Bus in die Stadt würde fahren um 23.03 Uhr. Und wenn wir uns überlegen, wenn ich jetzt noch nicht mal weiß, ob ich überhaupt nach Hause komme mit diesem Bus, lassen wir das lieber sein. Dann fahren wir gleich zu Marriott. Dann trinke ich jetzt halt dann nur. Ich hatte mal im Internet auf der Karte geschaut. Oh, ich wurde gerade so verschwommen. Hier, ne? Hatte gerade mal im Internet. Oh, schaut mal, Novotel. Hatte im Internet auf der Karte geschaut, dass da der günstigste blöde Tafelwein irgendwie 24 Zloty kostet. Davon könnte ich mir ja sogar 3 leisten. Ja. Und das geht dann schon. Obwohl, nein, kann ich nicht. Ich muss ja mit dem Taxi noch heim. Scheiße. Ja, das ist natürlich toll. Das ist natürlich ganz toll. Ich glaube, ich frage den Busfahrer mal, ob er doch bei Sasanki hält, Leute. Habt ihr gerade gesehen, da will ich dann noch drauf. Leute, ich habe jetzt gerade den Busfahrer gefragt gehabt. Ich sitze jetzt in einem anderen Bus, muss man dazu sagen. Er hat mich erst nicht verstanden, das war ein bisschen schwierig, obwohl ich Sasanki gesagt habe. Und ich weiß nicht, irgendwo muss da eine ganz minimale kleine Betonungsfehler drin sein, weil er dann eigentlich danach auch Sasanki gesagt hat. Ich muss den auch mal aufschreiben, damit er versteht, was ich meine. Und dann meinte er halt nur, dass er nicht dahin fährt. Das habe ich dann verstanden. Und er meinte gleich danach, der Bus würde dahin fahren. Und ich dachte mir erst, ach jetzt scheiß drauf, jetzt gehe ich halt doch gleich ins Marriott. Und dann habe ich aber gesehen, dass echt direkt danach kam wieder ein 175er. Ja, und jetzt bin ich da reingestiegen und habe dann gleich geschaut und der fährt jetzt nach Sasanki. Und dann ist es okay, weil dann fahre ich jetzt doch schnell nach Hause. Ich muss mich dann echt halt beeilen, aber irgendwie lebe ich ja immer im Stress. Und ja, damit ich halt auch diesen Bus um 23.03 Uhr dann erwische. Ja, aber dann kann ich wenigstens Kohle mitnehmen, weil ich mir jetzt echt gerade überlegt habe. Ich meine, klar, man könnte dem Taxifahrer nachher zwar sagen, ja, hier warten Sie kurz, ne, und ich gebe ihm meinen Ausweis oder so und ich hole das Geld von oben. Aber ganz ehrlich, ich will nicht, dass der Taxifahrer dann mit meinem Ausweis sitzt oder so. Und versucht das dem erstmal zu erklären. Ich meine, gestern hatte ich zum Beispiel Glück vom Flughafen gleich den Taxifahrer. Der hat Deutsch gesprochen. Ich meine, das musste er erstmal hinkriegen. Und das war cool, haben wir uns echt cool unterhalten. Aber zum Beispiel der Taxifahrer vom Marriott dann nach Hause, der konnte noch nicht mal ein Wort Englisch. So, und dann versuch mal dem Taxifahrer, wenn ich wieder so einen habe, nachher zu erklären, dass ich gerade nicht so viel Geld habe. Weil das wird mit Sicherheit 40 Zloty kosten. Das heißt, ich hätte dann jetzt, für jetzt Marriott, hätte ich nur, oh schaut mal, ein schöner Turm, falls ihr den sehen könnt. Oder auch nicht, ich weiß nicht, wo ich gerade hingefilmt habe. Ist nicht hier Platz mit dem, das wackelt so. Mit diesem, oh Gott, was ist hier los? Ach, so ein Bushaltestelle. Ich dachte, wir 3 Busse fahren jetzt gegeneinander. Ja,
oder so, ein Russian Blue. Schistamek, Platz, sag ich schön. Ja, Schistamek, das habe ich jetzt schon verstanden. Oh, da hinten, schaut mal, da ist der Kulturpalast. Seht ihr den überhaupt? Ich weiß, was filme ich jetzt eigentlich gerade? Ja, ich glaube, ich hab ihn drauf. Ja, das ist ein bisschen wie der Eiffelturm in Paris, man sieht es eh von überall. Ja, genau, und dann hätte ich jetzt echt halt nur 40 Zloty gehabt für irgendwelche Getränke. Ja, und das geht mal gar nicht. Also dann, ja. Da hätte ich ja noch nicht mal zwei Weine trinken können, weil das günstigste, wie gesagt, war diese eine Tafel Wein mit 24 Zloty. Ja, und mich haben schon wieder zwei Leute gerade ausgelacht. Sie lachen immer noch. Aber das ist okay. Okay, Leute, ich fahre jetzt mal weiter. Und dann hören wir uns später wieder.